Ich stelle mir vor, wie er gelacht hat, als ich an den vielen, vielen Kirchen vorbeigelaufen bin und habe gesagt, da gehe ich nicht rein, weil mich da drin vielleicht Gott trifft und den will ich auf gar keinen Fall treffen. Und Gott hat mich gesehen und hat gesagt, jetzt muss ich mal kräftig über den lachen. Ich weiß ja, wo er mich trifft. Nicht in der Kirche, sondern ich treffe ihn in einem Museum. Ich bin Helmut Warnstedt und habe 1952 das Licht der Welt erblickt und bis etwa Mitte 40 in Thüringen in der Großstadt Gera gelebt. Also ich bin vom Militärdienst zurückgekommen und hatte ja da nicht nur den Willen, sondern den ganz klaren Entschluss gefasst, dass ich mit denen nicht mehr zusammenarbeiten werde. Ja, und dann kam es zu diesem Gespräch. Das war auch direkt auf meinem Bahnhof, auf den ich gearbeitet habe. Und ich habe ihm gesagt, ich arbeite nicht mehr mit, ich steige aus. Und da war er völlig schockiert, was ich mir denn einbilde. Ich hätte ja einen Vertrag unterschrieben. Ja, und da habe ich gesagt, mir trotzdem egal. Und habe ihm die Frage quasi gestellt, ob er denn die Wege Gottes kennt. Und da hat er gesagt, was das für eine dumme Frage ist. Und da habe ich ihm geantwortet, ja, ich kenne die Wege Gottes auch nicht. Und jetzt bin ich hier und mache nicht weiter. Und dann kam es zu dieser Ausstellung, in der ausgestellt wurde, in einer Wanderausstellung durch die ganze Republik, wie die Staatssicherheit die Post und die Telefone kontrolliert hat. Und ich habe sie mir angeschaut, denn in dieser Ausstellung wurde genau berichtet, wie in meiner Heimatstadt Gera die Postkontrolle funktionierte. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Dann bin ich das nächste Mal hin. Das war am 17. Januar, weiß ich noch genau. Und habe mir das alles nochmal angeschaut und gehe da ganz langsam in diese Ausstellung Raum für Raum und komme da plötzlich an so einen Aufbau. Und da stand da oben drüber Helmut W. vom Stones-Fan zum IM, also informeller Mitarbeiter. Und da habe ich gelesen, da war so eine Zusammenfassung, wie das geschehen ist. Und plötzlich denke ich, die Geschichte kommt ja aber sehr bekannt vor. Das bist du doch selbst. Dann habe ich mir das genau angeschaut und plötzlich lagen da alle meine Briefe. Und dann war die gesamte Akte, von der ich Teile bei mir selbst habe, die gesamte Akte abgebildet und da habe ich die ganze Akte durchgelesen und plötzlich komme ich auf diese Seite, wo geschrieben steht, der Helmut Warnstedt hört auf, mit uns zusammenzuarbeiten. Und er begründet das, er hat zurück zu Gott gefunden. Da war ich so erschrocken, dass ich nach 30 Jahren lese, dass ein anderer geschrieben hat, dass ich gesagt habe, ich habe zurück zu Gott gefunden. Und in dem Moment war ich ja auf der Flucht vor Gott. Ich wollte ja mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und plötzlich lese ich da,
ich habe zurück zu Gott gefunden, steht zweimal sogar in diesem Schriftstück. Ja, und dann war es aus. Dann wusste ich, jetzt ist aus mit mir, meine Flucht ist zu Ende und ich habe noch eine Chance, mit Gott jetzt noch mal anzufangen.